Ubisoft. Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Nero. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadjani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Und da sind wir drin im Spiel Star Wars Outlaws, ihr Lieben. Mittendrin statt nur dabei. Und mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. Datenblock lesen. Aber wir lassen uns erstmal ganz kurz ein bisschen umschauen, wie schön das doch hier alles aussieht. Untersuchen. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Oh, ich habe anscheinend schon geübt, aber habe ich nicht. Lassen wir uns überraschen, wie das Ganze weitergeht hier mit dem Schlösserknacken. Scanner überprüfen. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ja, hoffe ich auch. So, was haben wir hier? Ein Datenblock. Oh, jetzt wird übersetzt. Okay, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei hat von dem Fall abzuhalten. Ich habe auch Hunger. Oh, ich habe auch Hunger. Aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeitsviertel gefragt und du hast bei allen, der lenkt mich so ab da drüben, du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. Aha. Also 3 Tage haben wir Zeit. So, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Wir brauchen richtiges Essen. Natürlich brauchen wir richtiges Essen und das besorgen wir uns vielleicht jetzt hier, oder? Gehen wir mal. Hallöchen. Oh, wie schön. Das sieht ja schon. Das ist mein kleines... Was ist denn das eigentlich? Wie nennt man das? Ist das ein Hund? Bist du mein Hund? Oh, hier, schau. Willst du da unten raus? Okay.
Dann schauen wir uns das mal an. Oh, hier. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir was gleich bei der Rennstrecke. Ort entdeckt, der zerbrochene Huf. Na Jungs, wie geht's euch? Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht, gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein, aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Alles klar. Wir wollen also sein Geld nicht, haben wir wahrscheinlich genug. Defekter Datenstift, neuer Questgegenstand. Alles klar. So, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Was denn hier eigentlich los ist? Aha. Was ist das? Ist das Pferderennen oder was ist das hier? Ja, Pferde sind es ja nicht, ne? So, was habt ihr hier? Was spielt ihr? Okay. Oh, die kennen wir doch alle aus den Filmen, die Charaktere, ne? Übrigens, in der Zeit spielt das ungefähr, nachdem der erste Todesstern explodiert ist und die Rebellen jetzt ein bisschen hier für Stimmung sorgen im ganzen Universum. Damit wir erstmal so eine zeitliche Einordnung haben. Was hat der? Ach du, hier wird immer noch gerannt. So, wie kann ich denn gucken, wo ich hin muss? Was ist das hier? Oh, die Küche. Wir haben doch Hunger, ne? Morgen. Ich muss ja höher reden, ne? Morgen. Was machst denn du da? Oh, schau dir das an. Hier gibt es ja frisch gebratenes gleich am Morgen. Ei. Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Wie? Ich habe gerade auf Geld verzichtet und die sagt, ich soll mich nicht durchschnurren. Ich hätte es ja auch bezahlen können, ne? Hey, was machst denn du hier? Okay. Soll ich einen Abwasch machen? Nee, mache ich nicht. Oh, hier wird schon angerichtet, das Buffet. Guck mal, eine Heißluftfritteuse. So was habe ich auch in der Küche. So, okay, wohin, Leute? Lässt du mich mal durch? Nee, lässt du mich nicht durch. Okay. Du sollst das nicht zerhacken oder machst du Hackfleisch? Keine Ahnung. Weiter geht's. So, wo müssen wir denn hin? Hey, was denn? Achso. So, gehen wir da hinten raus. Ich weiß es noch nicht. Brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Ach herrje, na siehst du, also haben wir doch schon die erste Quest. Repariere den Datenstift in Prebans Laden. Also da hinten. Wird ja schön angezeigt, wunderbar, freut mich. Hi. Sie rennt also immer. Was haben wir hier hinten? Mich interessiert jetzt natürlich alles. Der Tattoo Cup war gut für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Aha. Schön für dich. Lehrer bringt mich um, wenn sie mich beim Glücksspiel erwischt. Kann man hier auch... Man kann nur noch schneller laufen. Steuerung ist Rollen. Leertaste ist Springen. Wir haben das Arbeiterviertel entdeckt. Sehr schön. Also hier scheint ja mächtig was geboten zu sein auf diesem kleinen Planeten hier. Hi, wer bist denn du? Ein Bettler, okay. So, da ist Q und B. Was können wir denn damit veranstalten? Soll ich das gleich mal ausprobieren? Ach, kann ich noch nicht. Okay. Ich hätte da jetzt mal drauf gedrückt.
Aber wir sollen wohl erstmal. Oh. Bring mir das. Willst du das haben, Nix? Guter Junge. Verbraucht der Energiezelle. Also wir können den kleinen Fratz losschicken, dass der uns irgendwas holt. Und es wird uns auch noch schön angezeigt. Das ist sehr gut. Finde ich klasse. Was fliegt denn hier rum? Hey. Ja. Ich muss dir was geben. Du musst mir was geben? Was gibst du mir? Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Huhn, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob Nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Okay, wir haben also offensichtlich schon Schulden. Guck mal, da hinten gibt's noch was zum Klauen. Ja, geh mal holen da, komm das schnell. Das ist was Feines. Ja, nimm das, hol das für mich, hol das. Hol das für Mama. Hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Dankeschön. Beschädigter Hydro-Schlüssel, alles klar, nehmen wir mit. Ja, offen, also ich selbst klaus ja nicht, ne? Das ist ja nur meine kleine Ratte. Hat ja nix. Das ist eine Weltraumratte. Alte Tab für den Standort des Ziels. Ah ja, schau an. Ganz Kanto Beach, heißt das Beach? Beach, Beach, Beach? Keine Ahnung. Wird sich auf den Kanto Cup konzentrieren. Das ist der perfekte Augenblick für einen Einbruch. Kay weiß, dass die 6. Zipper-ID-Karten in dem Safe im Club Taurus aufbewahrt. Die braucht eine, um endlich von diesem Planeten zu verschwinden. Achso, das ist alles klar. Okay, aller Anfang. Mehr kann ich ja nicht machen, ne? Datenbank, was haben wir hier? Geschichte, Welten. Kantonika ist ein Wüstenplanet im Korporation. Was ist denn das für ein Wort? Korporationssektor der Heimat von Kanto Bright. Oder Byte? Ihr könnt euch das ja in Ruhe durchlesen, Leute. Genau, Welten. Achso, gibt es hier noch mehr zu entdecken? Achso. Ach, das war jetzt nochmal die Information über die Orte jetzt selbst, die wir entdeckt haben. Okay. Arbeitsviertel. Okay. Mal weiter. Alte Tab für den Standort des Ziels. Das ist da hinten. Okay. Wissen wir das auch. So, kann ich hier noch was klauen? Oh. So, ich glaube, wir haben bei dem auch Schulden, oder? Pascal, grüß dich. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Genau, wir wollen doch was klauen, Leute. Irgendwann gibt's noch was für uns. Nix, schnapp dir das. Hol dir das, Nix, komm. Ja, bring es mir, bring es mir. Bring es Mama, dankeschön. Ein schwacher Leuchtstab, aha. Na ja, gut. So, hier können wir doch bestimmt die ganze Siedlung beklauen, oder? Ah, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Warum? Hi. Wonach suchen Sie denn? Oh, wonach suche ich denn? Hilfe. Ich suche nach Hilfe. Okay, Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren, von Ausrüstung über Informationen bis hin zu Materialien, die Kay für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Das Syndikat nahestehender Händler, bla bla. Bei Syndikaten nahestehenden Händlern zählt Ruf. Die Waren sind teuer oder billiger, je nachdem, wie es um Kays Ruf bestellt ist. Dem Syndikat nahestehende Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürdigen Kunden an. Aha. Bei Händlern kann Kay überflüssige Gegenstände verkaufen, gestohlene Wertgegenstände eingeschlossen. Ah, okay. Manche Händler verlangen bestimmte Waren im Tausch gegen nützliche Gegenstände. Und durch das Abgeben von vertraulichen Datendisks beim Händler, die einem Syndikat nahestehen, kann Kay ihren Ruf verbessern. Ach, schau an. So, was haben wir denn? Wir haben doch schon was geklaut, oder? Schau mal. Du kannst von mir eine verbrauchte Hydrozelle kriegen. Nimm. Sehr gut. Und dann habe ich noch einen Hydro-Schlüssel. Kannst du auch haben. Und einen schwachen Leuchtstab. Nimm es. Und signalisier Freude. Und ich kann was kaufen. Was haben wir hier? Bagda Flöhr. Verbrauchsgegenstand. Heilt K. Ach, kostet 20. Habe ich schon 2. Einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Einen schönen Tag noch. Hier ist was los. 60 Meter. Da oben? Wo? Oh, kann man mit dem auch reden hier? Nö. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Hier gibt es nichts zu klauen für uns. Wir sind ja ein Outlaw. 49 Meter. Hier gibt es wohl was zu essen. Okay.
Okay. Brauche ich aber nicht. Halte Q gedrückt, um alle Aktionen zu sehen, die Nix aktuell ausführen kann. In verschiedenen Situationen kann Nix unterschiedliche Aktionen ausführen. Stehlen. Das gefällt mir. Bestiehl den da, komm. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Auf dich ist Verlass, Nix. Ach, das ist ja süß. Mein kleiner persönlicher Dieb. Oh, 25 Credits. Ey, du bist klasse. Kannst du noch mehr? Da hinten. Bring mir das, komm. Hey, schleich mal rüber und hol das. Ja, hol mir das, schnell, komm. Na, was hat er denn? Sehr gut, mein Freund. Was bringst du mir? Eine verbrauchte Energiezelle. Na gut. Nix, du bist das beste Weltraumkatzentier, was es gibt. Hallo, grüß Gott. 16 Meter, alles klar. Gibt's hier noch was für uns? Oh, das ist ja nett, dass man das so machen kann, ne? So, hallo. Reban. Nopatake. Gigi noga betisa tukamna. Una six king pint ut jituana uba japago ja massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Son pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sat die uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Haku, an Ubatinka Sakutu Utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Reban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, Kuduba Numa Jeje Kupa, Basabata Jope Uba Vipta Jakrita. Aha. Also heißt das, wir sollen noch mehr klauen? Ich meine, das haben wir ja jetzt geübt, ne? Holen wir uns mal Credits. Besorgt ihr Credits, um Preban zu bezahlen. 100 brauchen wir, 53 haben wir schon. Ja, dann lass uns doch einfach hier ein bisschen... Was bist du denn? Hallo. Komm her. Komm her. Oh. Du bist ja ein Süßes. Willst du auch für mich stehlen? Nein, ne? So, haben wir noch irgendwas? Du kleine Katze? Holst du uns bitte noch irgendwas, was wir klauen können? Da ist was. Hol mir das, schnell. Da drüben. Ja, ja, hol es, komm. Ein feines Gut gemacht, Nix. Dankeschön. Beschädigter Datenblock, okay. Na, immerhin. Guten Tag, guten Abend, hallo. Ich habe genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Oh. Innen ist egal, woher das Zeug stammt. Kredits okay. Sind Kredits. Da gibt's noch was zu klauen. In der Tasche immer Ersatzteile. Schau mal, was der in der Tasche hat. Terminator, grüß dich. Kommst du bitte, bringst du mir das Geld? Na, reicht das immer noch nicht? Oh, das ist aber knapp. Es ist schon knapp. Halt, ja, ja, Q gedrückt halten. Der heißt Nix. Nix. Und den kann ich streicheln. Er ist süß. Es wird aber auch bestimmt so sein, dass der irgendwann mal entführt wird und solche Geschichten alles, ne? So, wir müssen hier weiter suchen. Leute, es nützt nichts und fehlen noch Credits. Hier kommen wir nicht rein. Da ist nichts. Da-di-da-di. Ach, wir können auch mit der Ansicht laufen. Das ist gut. Nix, kommst du bitte zu mir? Wo rennst du schon wieder rum? So, wir verkaufen mal eben den Rest, den wir schon haben. Bestimmtes im Auge? Ja, ja, hier. Kauf das. Und kauf das. So, haben wir doch alles verkauft, ne? Sehr gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns, auf jeden Fall. So, wo sehe ich denn aktuell mein Geld? Ich habe 98 von 100. Uns fehlen noch zwei. Zwei, Leute. Zwei Credits. Gibt's doch nicht. Gehen wir mal hier hochgucken. Oh, hier. Wer ist das? Der will bestimmt Geld von uns, oder? Wie läuft das Geschäft, Valek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatih-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen.
Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Also ein Datenblock. Auf zu Preber. Zu gekrault werden nix. In der Nähe ist ein Datenblock. Tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Ja, eben. Ah, da. Schau. Nix. Hol die Beute. Hat er gar nicht gemerkt. Geil. Auch wieder 25 Credits. Oh, Mensch, jetzt wirst du ja richtig reich hier. Okay, diesen Datenblock, den kriegen wir jetzt so nicht, ne? Aber die hat ja schon gesagt, die macht das nicht. Aber wir gehen trotzdem mal hier unten nach. Ich brauche ein paar Credits, sind ja nicht schlecht, ne? Da kannst du den ganzen Tag jetzt rumrennen und die ganze Zeit noch Credits klauen. Ja, mal gucken, wofür man dann die Credits später braucht. Mit Sicherheit, um Ausrüstung oder Schiffe vielleicht zu kaufen oder so. So, was haben wir da? Bring mir das, komm. Hey, schleich mal darüber und hol das. Hol das, bitte schleich mal rüber. Hol mal schnell. Da kannst du ja ganze Siedlungen ausnehmen. Gut gemacht, Kleiner. Ja. Eine verbrauchte Energiezelle. Alles klar. Aber gut, wir haben jetzt die Kohle. Ich habe mich übrigens gerade beklaut, ne? Und das Bescheid weißt. Oh, bring mir das. Das ist was Feines. Should be. Oh. Bring's mir, bring's mir. Da ist er. Oh, 24 Credits. Sehr, sehr cool. Was ist das hier? Kann ich mich hier hinsetzen? Ach, mal den stressigen Tag ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, ne? Ach, ist das schön. Gut, also wir haben anscheinend alles geklaut, was es gibt. Und dann gehen wir jetzt mal zurück. Ach, da oben, das sind die Himmelsrichtungen, die da angezeigt werden. Ach so, okay. So. Einmal hoch, einmal hoch. Wundervoll. Lass uns noch den Rest verramschen. Da haben wir noch mehr Kohle. Ich habe genug Kredits für Preban. Und er wird nicht die ganze Nacht warten. Ich habe genug Kredits für Preban. Und er wird nicht die ganze Nacht warten. Ja, ich hab's verstanden. Er wird nicht die ganze Nacht warten. So, gehen wir hier oben lang? Ja. Wir wollen ja mal den Planeten verlassen, offensichtlich, ne? So, Preban, mein Freund, ich bin wieder da. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Warte. Jobakawa Biasa Jebe Chutpasabata. Na gut, probieren wir ihn aus. So, wir haben einen Datenstift. Alles klar. Finde einen Weg in den Club Tarsus. Alles klar. Tarsus. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. So das soll ist es sein. Unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Ja, ich hoffe doch. Das ist ja unser Ziel in diesem Spiel, hier mal irgendwann reich zu werden, nehme ich doch mal an, oder? Gut, das scheint schon das Ding zu sein, ne? Gibt's noch irgendwas zu klauen? Aktuell nicht. Da-di-da-di. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Was werfen die Leute so weg? Du hast zwei intakte Konverter gefunden? Was? Ja, die haben mich vertrieben. Meine Kredits habe ich auch verloren. Die muss ich später noch holen, aber erstmal sollen die sich ein bisschen beruhigen. Ja, die haben ja irgendwie alle mit ihren kleinen Problemchen zu kämpfen, hä? Ah, stehlen. Hey, hol's dir. Hol's dir bitte schnell, komm. Wir brauchen Geld, wir brauchen Cash. Weiter so. Der scheint auch nie erwischt zu werden, der kleine Scheißer, oder? Wieder 25 Credits. Oh, was haben wir hier? Oh. Machen wir eine Verschnaufpause. Bitte. Alayatuka. Alayatuka. Au. Okay. Kann man hier was gewinnen? Superschuss. Die guten alten Arcade-Automaten, ne? Wer kann sich noch erinnern an die gute alte Zeit?
Alles klar. Gehen wir da raus. Reicht mir das. Ja, bitte. So, was hast du? Hast du was zu klauen für mich? Du hast doch bestimmt einen Haufen Geld eingenommen jetzt. Nee, hast du nicht. Okay. Was ist los? Was gibt's hier zu sehen? Pferderin. Mhm. Oder was auch immer für ein Rennen, ne? So, oh, oh. Ich ahne ja Schlimmes. Hast du irgendwas, was du hier schon mal zugangstechnisch klauen kannst? Nee, ne? Wir müssen wohl hier rein. Ach, viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Finde einen Weg in den Club. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Wir haben bestimmt einen eigenen Eingang irgendwo. Wir sind doch clever, Leute. Finde einen Weg in den Club. Na, dann schlaf doch. Dann schlaf doch. Oh, da, komm, nimmst du das bitte? Nix, da drüben. Bring es mir. Eine verbrauchte Energiezelle, schon wieder. So, anscheinend müssen wir hier irgendwo hinten rum. Okay. Tab gedrückt halten. Ah, rein. Aber zu klauen gibt's hier nichts, ne? Nix. Was sagst du dazu? Nö. Wie komme ich jetzt da rein? Finde einen Weg. Ach, das ist da rein, ne? Über diese Wand wohl. Naja, vielleicht findet man hier hinten irgendwie einen Weg. Ah. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alles klar. So. Festsetzen. Hilfe. Warte mal, wir machen mal Hilfe. So, pass auf. Höre auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf die linke Maustaste. Du kannst nach links und rechts gucken. Wenn du möchtest, kannst du eine zusätzliche visuelle UI-Hilfe aktivieren mit G. Alles klar? Ah. Aha, war gar nicht so schwer. Du musst nur das Rhythmus... Achso, das kann man hier wieder schließen. Soll ich das schließen? Na los, Nix. Der macht das für mich, ne? Der ist ja brav, der kleine Scheiße. Brauche ich ja nicht mal irgendwas drücken hier? So. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Geht aufwärts? Okay. Da. Okay. Ja, halt dich schön fest, du. Ein bisschen klettern. Drücke C, um dich von einem Vorsprung fallen zu lassen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Klauen, mein Freund, wenn du einmal hier bist? Senden? Mach schon, Nix. Wie ich es dir beigebracht habe. Ach da. Kannst du mal den Knopf drücken, Nix? Bitte drück den Knopf, Nix. Sehr schön. Nix, du bist der Beste. Komm. Machen wir hier wieder zu? Kann ich ja auch selbst zumachen? Ja. Okay. So, also ich kann den irgendwo direkt hinschicken, ne? Okay. So. Na dann hier rein oder wo gehen wir rein, ne? Oh, hier ein Space Klo. Hm. Jupp, Kanto haben wir gefunden. Da ist noch ein Klo. Sieht aber nicht hübsch aus hier. Also wenn nochmal einer muss, der kann jetzt gehen. Ey, das ist eine Mucke. Okay. Warst du im Casino? Hier gibt es offensichtlich nichts zu klauen für uns. Ja, schön, gucken wir trotzdem weiter, ne? Es scheint ja... Was ist das da, eine Ratte? Es scheint da ja recht geradlinig zu gehen hier in dem Spiel, oder? Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Auf jeden Fall. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Okay.
anlehnen. Wollen wir einen auf cool tun? Weil wir sind ja jeden Tag hier. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Im Club. Da spielt auch eine Band. Komm, spielen die auch Wunschmusik? Hallo. Oh, der hat was. Oder? Stehlen. Komm, stehlen. Wollen wir all die ganze Kohle von dem? Sehr gut, mein Freund. Oh, ich hab... Nein, nein. Ich mach's nicht. 116 Credits. Geil. Hallo. Abend. Grüß Gott. Sagen die ja auch Grüß Gott? Nee, ne? Heute spielt die Band. Da ist irgendwas da unten. Leuchtet was? Kann ich noch nicht nehmen. Ah, hier geht's runter, ne? Hoffe ich zumindest. Oh. Noch mehr Credits. Sehr cool. Also hier machst du ja den dicken Reibach. Kann ich mir ja gleich den Falken kaufen, wenn das weiter so geht. Die nächste Lieferung kommt als Sandauf. Alles klar. Oh, da hinten. Bring mir das, komm. Das brauchen die nicht mehr. Daddy, Daddy, Dankeschön. Ein alter Comlink. Aha. So. Guten Tag. Oh, na ja. Rock die Bank, Leute. Macht Spaß. Macht Spaß hier, ne? Ah, hier kann ich mich anlehnen. Okay. Also von der Atmosphäre her schon geil, ne? Also kannst ja jetzt noch nichts sagen. Also das ist ja wirklich richtig cool gemacht. So, hi. Ich hätte ein großes Bier. Also ein Herrengedeck. Warte, ich bin ein Mädchen. Dann ein Mädchengedeck. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ven Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slimo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Der nix. Danke. Wie er ständig über den Tresen hopst. Auch nicht schlecht. So, ich hätte gerne noch was zum Clown, Jungs. Hat einer was für mich zufällig? Wir sind ja ehrliche Diebe, ne? So, also der hängt da oben an der Tür rum wohl, ne? Haben wir gerade erfahren. Servus. Okay, da geht's nicht durch. Oh. Hey, also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Mhm. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir bluffen einfach mal, oder? Los. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgemotzt. Mhm, geh mal gucken. Geh mal ganz schnell gucken. Ich kümmere mich derweil um den Job hier. Hat geklappt. Hat auf jeden Fall geklappt. Kommst du bitte? Und wir machen zu, das merkt keiner, dass wir hier drin sind. Oh, jetzt ist endlich mal Ruhe hier. So, was haben wir denn hier für ein schönes Zeichen? Aha. So, weiter geht's, Leute. Wir wollen ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. So, da geht's wohl rein. Mal sonst noch irgendwas? Da drüben wird es reingehen. Was haben wir hier? Hydro-Schlüssel. Schauen wir hier rein? Nee. Okay. Dann schauen wir mal hier. Oh. Ah, Q ist nicht... Okay. Nichtsahnende Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Bei uns heißt das Regen. Schlaf. Möge die Macht mit mir sein. So, du gehst mal bitte dahin. Mach mal auf. Mach die mal für mich auf, Nix. So. Gut.
knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Bitte. Würdest du bitte mal die Tür schließen? Hey, drück mal aufs Knöpfchen, mein Freund. Weil soll ja keiner wissen, dass wir hier sind, ne? Kann ich auch wieder aufstehen? Nö. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Knacken wir das Schloss, welches... Da drüben schläft einer oder was? Nö. Ablenken. Wie kann man hier wieder aufstehen? Ach, mit C, okay. So, wo ist denn jetzt dein komisches Schloss? Da drüben. Ah, okay. Na, ich meine, das ist die erste Mission. Wie schwer kann die schon sein, ne? Komm, wir gehen mal wieder auf Tauchstation. Eins, zwei. Aha, sieh mal einer an. Da sind sie. Oh, so schnell ging das? Oh, oh. Ach, komm, Prevan. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Das ist Kay Bass. Oh. Dank Varric. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Nimm mir das bitte. Guter Junge. Ich bin voll. Oh, oh. Entschuldigung, dann bring's mir nicht. Also wir haben also auch einen Inventarplatz. Okay. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg, gehen wir schleichen. Ich hoffe, der hat das... Komm, mach da mal zu. Nix, los. Dass wir vielleicht ein bisschen Ruhe haben. So, wohin? Entkomme aus dem Club. Alles klar, ne? Geht's anscheinend nur daran. So. Wir können... Nee, komm, wir gehen mal so. So war das nicht geplant. Nee. Was habe ich nur getan? Ja, das hast du getan. Ich wollte's ja nicht. Entkomme aus dem Club, bla bla. Hier oben. Wo mit dir, komm. Kleines Mädchen. Oh. Showtime, Kumpel. Bring dich in Sicherheit, Kumpel. Also das hat nicht geklappt mit dem Ablenken. Da muss man wahrscheinlich erstmal klarkommen mit, ne? So. Wer ist das? Da ist noch einer. Alter Schwede, wie viel kommen da noch? Mach mal hier zu, bitte. Nix, wie wir es geübt haben. Und da machst du auf. Bitte. Gehen wir mal lieber in die Hocke, oder? Moon, grüß dich. Wir sie zu betäuben. Aktiviere das Betäubungsmodul mit F und ziele. Okay. Wie kann ich euch betäuben? Ach, jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Hey, wo sind sie denn? Ich hätte ja schon gern mal einen. Na? Betäubt? Okay. Immer noch entkomme aus dem Club, aber wo lang, ne? Oh. Ist das jetzt... Ah, okay. Da haben wir das schon mal betäubt. Ich glaube, das ist auch sowas, was man... am meisten benutzen wird, diesen Betäubungskram hier, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang gehen muss, ne? Hier waren wir ja wohl gerade. Okay. Schleichen wir uns mal hier hinten hin. Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden.
Ja, ich auch nicht. Nix, mach einfach mal das Ding hier auf. So, weiter hangeln. Was stand da? Gute Frage, ne? Ging so schnell weg. Hier ist eine Leiter. Kann man auch mit Leertaste benutzen. Okay. Mit Shift schneller runter. Werden wir vielleicht irgendwann mal brauchen, ne? So, wo sind wir hier? Oh, haben wir es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Was? Komm, wir gehen einfach oben drüber, da sieht uns keiner. So zumindest die Hoffnung, ne? C ist runter, komme ich hier noch irgendwo anders lang? Nee, ne? Ey. Okay. Da lang muss ich. Können wir hier unterwegs noch was mitnehmen? Hier geht's raus, ja? Hoppa. Also, kann man auch mal die City kennenlernen? Hi. Nix zu klauen. Drücke Shift, um zu sprinten. Machen wir. Na gut, die ganze Meute. Los! Zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Ich glaube, der halbe Club ist ja jetzt hier, ne? Unterwegs und hinter mir. Okay, was ist das? Aufheben verbraucht der Energiezelle, alles klar. So, wo müssen wir denn hin? 28 Meter. Hier geht's nicht raus. Kehre zum zerbrochenen Huf zurück. Okay. 15 Meter. Das scheint ja hier zu sein, ne? Ja. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Ach komm. Gehe in Case Zimmer. Das war doch hier hinten, ne? Wir sind doch vorhin hier hinten reingekommen, genau. Verstecken wir uns in unserem Zimmer. Ja, genau. Ich glaube, das... War das hier? Nee. Ist hier oben? Nee. Das ist eine Rumpelkammer hier. Okay. Sicherungspunkt erreicht. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, 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 nein! Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, das ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Hat er noch aus Protesten Becher umgeworfen? Habt ihr das gesehen? Sechste Sippe. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Es ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Ja, da gelten wir wohl jetzt als heimatlos. Triff dich mit der Crew, ihr Lieben. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Das heißt, wir müssen ein klein wenig schleichen. Stimmt das? Okay. Lass dich nicht erwischen. Okay.
Ich lasse mich nicht erwischen und ihr lasst bitte ein Däumchen nach oben drauf auf die Folge und einen Kommentar bei YouTube. Das wäre sehr, sehr nett. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Star Wars Outlaws bei uns auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum spannenden nächsten Mal. Tschüss.